shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr wieder alle Outfits aus den ganzen Missionen rausbekommt. Ihr könnt jetzt wieder das ganz normale Cop-Outfit speichern, das Müllmann-Outfit oder die Outfits aus den Gegnermodus, Sumo, Landezone, Deadline oder sonstige andere Outfits, die ihr halt gern haben möchtet, die man sich so nicht kaufen kann. Das Ganze ist wirklich super einfach, klappt natürlich auf der Xbox One, auf der PS4 und natürlich auch auf dem PC. Und ich würde euch das Ganze empfehlen, macht es am besten mit euren Kumpels zusammen, weil dann können die gleichzeitig auch noch ihre Outfits speichern. Aber wenn ihr keine Freunde habt, dann probiert es einfach mit irgendwelchen Friendoms, die in der freien Lobby sind, ladet die in die Lobby ein oder in euren Job rein und ja, probiert es dort. Habe ich jetzt auch gemacht, hat super geklappt auf jeden Fall. So, und ich zeige euch jetzt, was ihr dazu machen müsst. Ich habe mich jetzt mal für die Landezone entschieden, weil ich einfach das Outfit extrem geil finde. Bevor ihr das aber macht, ist es ganz wichtig, dass euer Spawnpunkt irgendwo im Apartment ist. Also jetzt nicht im freien Modus oder so. Da hat es nämlich bei mir nämlich nicht geklappt und deswegen habe ich den Spawnpunkt wirklich auf irgendeine Garage oder Apartment gestellt und da hat es geklappt. Sobald der Job dann gestartet ist, öffnet ihr einfach nur euer Interaktionsmenü, geht unter Stil und geht auf Helmvisier. Und die Leute, die auf der PS4 spielen, die müssen wirklich das Steuerkreuz nach rechts durchdrücken. Also nicht mit X spammen, um das Visier nach oben oder unten zu verstellen, sondern wirklich am Steuerkreuz nach rechts drücken. Und das müsst ihr ungefähr eine Minute machen. Ich würde euch empfehlen, das wirklich ein paar Sekunden länger als eine Minute zu machen und dann einfach den Controller loslassen. Weil wenn ihr jetzt 3 Minuten lang nichts macht, verlässt ihr die Lobby bzw. bekommt ihr hier die Meldung. Wegen Untätigkeit werdet ihr aus der Lobby rausgeworfen. Das könnt ihr dann ganz normal mit X bestätigen, spawnt dann in irgendeiner anderen freien Lobby, theoretisch in der Garage oder im Apartment, und dann könnt ihr dieses Outfit einfach ganz normal speichern und ihr habt es auch. Für die Leute am PC, die können auch mit X durchspammen und die müssen ungefähr nur eine halbe Minute warten, dann klappt es. Aber wirklich, die Leute auf der PS4 müssen über eine Minute warten und wirklich nutzt nur das Steuerkreuz. Wenn ihr da X drückt, um euer Visier hoch und runter zu stellen, funktioniert es leider nicht oder hat zumindest bei mir nicht funktioniert. Wenn ihr aber nun das Cop-Outfit oder das Müllmann-Outfit haben möchtet, dann müsst ihr einfach nur Start drücken, online Jobs spielen von Rockstar erstellt, geht dann auf Versus-Mission und fast ganz unten befindet sich die Mission mit dem Namen Lasterhaft. Für das Cop-Outfit, wenn ihr das haben möchtet, müsst ihr einfach nur auf Kleidung auf Klassisch lassen und deinem Outfit-Stil im Jobmenü, also quasi wenn der Job dann schon gestartet ist, wenn ihr der Host seid, stellt ihr dann einfach nur auf Gerechtigkeit. Und wenn ihr das Müllmann-Outfit haben möchtet, dann geht ihr auf Kleidung und stellt auf Themen. Und dann, wenn der Job dann gestartet ist, ändert ihr euer Outfit-Stil auf Totlachen. Und dann ist es eigentlich auch vom Prinzip her dasselbe. Ihr öffnet, sobald der Job dann gestartet ist, euer Interaktionsmenü, geht auf Stil, geht auf Helmvisier und auf der PS4, ganz wichtig, drückt ihr das Steuerkreuz nach rechts und haltet es einfach eine Minute lang gedrückt, dass wirklich das Visier die ganze Zeit umschaltet. Und danach lässt ihr einfach euren Controller los, dass ihr absichtlich quasi aus der Lobby wegen Untätigkeit geworfen werdet. Bestätigt die Meldung mit X und spawnt dann mit diesem Outfit dann wieder in eurem Apartment oder Garage und könnt dann dieses Outfit speichern. Super einfach das Ganze auf jeden Fall. Und ich würde mir jetzt auf jeden Fall wünschen, wenn wir so die 7 oder 8 Likes erreichen würden. Und ich bin an der Stelle jetzt mal raus. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, ich bin raus. Ciao, euer Zeddy.